Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben ein paar Sachen aus England von Paddock Staff bekommen. Und zwar habe ich hier einmal bestellt für unsere Türen im hinteren Bereich. Die sind ein bisschen undicht, da läuft ein bisschen Wasser rein, weil die Dichtungen nicht mehr die neuesten sind. Das zeige ich euch gleich auch. Und da habe ich jetzt neue Dichtungen bestellt und die werden wir heute mal versuchen einzubauen. Dann haben wir noch was anderes Schickes bekommen von Frontrunner. Und das werden wir gleich auch noch montieren. Viel Spaß. Genau, das ist die alte Dichtung. Irgendwie läuft hier immer ein bisschen Wasser rein und deswegen werde ich jetzt versuchen, die erstmal rauszumachen. Da muss ich wahrscheinlich die alten Nieten erstmal aufbohren. Das werde ich gleich probieren. Und dann kommt da gleich was Neues rein. So, wenn man erstmal weiß, wie man sie am besten herausbekommt, dann, ich habe jetzt von dieser, ja wie heißt das, von dieser Niete das Köpfchen quasi abgebrochen irgendwie, den Rest da reingekloppt. Das Gute ist, da hier die Löcher zum, für den Ablauf drin sind von dem Wasser, fallen die auch da raus und dann hole ich mir die gleich raus und dann fliegen die auch nicht drin rum. Jetzt habe ich ja die alte Dichtung abgemacht, jetzt habe ich hier die neuen Dichtungen. Die sehen so aus, da sind auch schon diese Nupsis drin, ich das gleich festmachen kann. Allerdings, jetzt habe ich für die ganz äußeren, für das hier und für das auf der Seite, noch keine Löcher. Die muss ich jetzt noch bohren, die werde ich mir jetzt markieren. Dann werde ich die einbohren und dann kann ich das Ding hoffentlich auch direkt einbauen. Ist jetzt neu drin. Sie geht jetzt aber von hier oben einmal hier runter und dann hier ein Stück ums Eck. Das heißt, der ganze untere Bereich hier ist jetzt auf jeden Fall abgedichtet. Da war vorher nur so ein dünner Lappen. Das gleiche mache ich jetzt mal eben auf der anderen Seite und dann sind beide Seiten hoffentlich wieder dicht. So, auch die zweite Dichtung ist dran. Diesmal habe ich mir die ganze gespart mit der Verkleidung abzumachen. Geht auch so. Die Teile fallen ja eh hier raus, die ich da reingehauen habe. Und ja, die ist jetzt auch drin. Und jetzt hoffentlich auch hier unten dichtet das jetzt hier unten auch ordentlich ab, damit hier kein Wasser mehr reinläuft. So, die Türdichtungen sind drin. Jetzt habe ich ja noch ein Paket. Das müssen wir jetzt auch noch montieren. Und zwar ist das von Frontrunner ein Reservekanisterhalter für zwei Stück. Der kommt aufs Dach und den montieren wir jetzt.
Und zwar muss ich jetzt erstmal gucken, wie ich den befestige. Wir haben mal den Dachträger von Bridgepart und nicht von Frontrunner. Deswegen könnte es sein, dass die Löcher ein bisschen anders sind von der Halterung. Und zwar soll der so montiert werden. Jawohl. Und wie man sieht, da ist ein Loch. Das passt aber nicht mit der Nut überein. Da, das passt alles nicht. Deswegen muss ich jetzt mir markieren, wo ich neue Löcher reinmache. Ich wollte jetzt gerade den Kanisterhalter montieren. Nachteil bei dem Träger von Bridgepart: wir haben hier vorne schon die Box drauf. So, jetzt haben wir hier in dem Träger, das ist so ein Nut drin, wo man die Mutter oder die Schraube reinmacht. Die Öffnung allerdings, wo man die einführen kann, ist jetzt genau unter der Kiste. Das heißt, man muss sich vorher ganz genau überlegen, was möchte man wohin machen. Sonst müsste man im Zweifel erstmal alles wieder abmontieren, um was in der Mitte reinzumachen, und das muss ich jetzt machen. Ich muss jetzt die Box erstmal abmachen, damit ich dann das Ding montieren kann. So. Schrauben habe ich reingemacht, die Löcher, die ich gebohrt habe, haben auch gepasst. Jetzt ist das schon so grob befestigt. Jetzt teste ich mal, ob der Kanister da reinpasst. Da muss ich nur noch die Bügel drüber machen und dann bin ich auch fertig. Sieht ja eigentlich schon fast gut aus. Jetzt muss ich nur noch so sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Ja, genau. So sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Jetzt muss ich dann nur noch den zweiten Kanister drunter machen. Und dann habe ich hierfür noch ein Schloss besorgt. Genau, da kommen noch zwei Schlösser dran, dann sind die auch abgeschlossen und dann kann die auch keiner mehr da rausnehmen. So, fertig. Schloss dran. Geht also auch nicht auf. Jawohl, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich hoffe auch, dass unsere Türen jetzt endlich dicht sind, da kein Wasser mehr reinkommt. Welche Gummidichtung ich dafür bestellt habe, schreibe ich nochmal unten in die Videobeschreibung, damit ihr genau wisst, welche das waren. Wir haben die Fender 110 Modelljahr 2009, damit ihr da auch Bescheid wisst. Und dann sehen wir uns nächste Woche doch beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.